So, bereit? Sowas von. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Schwörerhaus Azubine Jana Schölermann am Start. Und mein Lehrling der Ture. Ja, denn jetzt geht's los. Unser Traumhaus kommt. Ehrlich gesagt steht sogar schon was. 2 Wände! Leute, das ist unsere erste Wand. Und sie ist riesig. Kommen wir klatschen fast bei jeder Wand? Machen wir jetzt bei jeder Wand. Drehst du hier einmal um, steht eine neue Wand. Ich darf noch nicht mal Schrauben reinschrauben, ich darf sie nur rausschrauben. Das Einzige, was wir auf der Baustelle gefunden haben, was er nicht kaputt machen kann, die Bretter rausschrauben. So, ab jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe das Haus mitgebaut. Und abgesahnt hat er auch noch, weil die Schrauben möchte er behalten. Natürlich. Guck mal, da oben kommt unser Wohnzimmer. (lacht) 180 Teile, 6593 Schrauben. Wenn du die andere Sache auch so gut merken könntest, dann. Ja, mit dem Fortschritt sind wir sehr gut zufrieden soweit. Die Teile kommen alle pünktlich. Wir haben heute den Plan, das Erdgeschoss fertigzustellen. Erdgeschoss Außenwände, Innenwände und die Decke drauf. Da da! Da 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 da! Willkommen im Schölerhaus. Ja, jetzt haust du mir die Dings davor, oder was? Bauen sein. Man hat einen Traum und man will sich so seinen Raum schaffen. Mhm. Und das Ganze muss auch Spaß machen. Ein Traum darf nicht zum Albtraum werden, sondern man muss hinterher sagen, boah. Und es macht aber auch nur Spaß, wenn du einen Ansprechpartner hast, den du dann immer fragen kannst, der sich auskennt in allen Bereichen. Und das hatten wir ja zum Glück. Wir hatten durchaus einen Ansprechpartner, egal ob es jetzt um die Fliesen ging oder um bauliche Sachen. Wir konnten immer fragen, ne? Und das war Gold wert. Weil man hat ja bei Schwörerhaus sogar die Möglichkeit, Einbaumöbel zum Planen schon vorher. Und man muss auch sagen, natürlich auch der Umzug war viel entspannter. Ja. Weil klar, ein Umzug ist immer stressig. Aber wenn du einziehst und die Küche ist schon drin oder mein Kleiderschrank ist schon da, ich kann die Klamotten einfach reinhängen, da hat man einfach schon mal gleich nicht so ein riesen Chaos zu Hause. Es ist soweit. Krass, ne? Es ist soweit. Es hat sich ein bisschen was getan hier, aber auch hier. Ja, das hier braucht noch ein bisschen, aber unser Haus, unser Schölerhaus bei Schwörerhaus, ist fertig. So, und das zeigen wir euch jetzt. Kommt mit. Los. Es beginnt schon mit dieser Tür. Guckt sie euch an. Ta 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 ta. Praktischerweise auch direkt bei Schwörerhaus geplant. Das heißt, auf dem Bau wurde direkt dann zum richtigen Zeitpunkt damit angefangen, schon hier die Küche einzubauen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste bei einem Umzug. Wenn man irgendwo einzieht, man will eigentlich sofort am liebsten loslegen und kochen. Und das ging halt, weil die Küche war schon da. Ja. In meinem Reich. Weißt du noch, als wir den ersten Baum gefällt haben? Ja. Den ersten Baum. So, das klingt jetzt so, ja gut, ist halt ein Baum, Stück Holz. Nee, hier steckt sehr viel Material und Arbeit und Zeit und Geld drin. Und das jetzt so zu sehen und auch das Gefühl zu haben, dass man das auch noch sehr nachhaltig getan hat und auch einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen mit einem großen Haus.
ich sag mal, das Haus ist auch noch autark. Das heißt, wir sind auch noch ein Kraftwerk. Wir generieren unseren eigenen Strom. Wir heizen das ganze Haus mit einer ultramodernen, energiesparenden Heizung. Durch die Lüftung hier haben wir nicht nur ein gutes Raumklima, es ist gesünder, sondern wir sparen auch noch Energie. Nicht nur noch ein schönes Haus, sondern auch wirklich ein gutes Haus. Mhm. Und das ist ein umso schöneres Gefühl. Mhm. So, hier auch ein Sonderwunsch oder eigentlich nur eine Idee von mir, durchgeführt von Schwörer, eine Kofferpackecke. Ich bin ja sehr viel unterwegs und deshalb hier, Koffer drauf, Koffer gepackt und los. So, jetzt zeige ich euch noch mal ein Highlight, das haben wir uns im Hotel abgeguckt, nämlich unser Kaffeeschrank. Ich bin ja der absolute Kaffee-Junkie und der ist sogar, Moment, tada, beleuchtet, damit man in der Früh auch mit verquollenen Augen noch den Kaffee findet. Herzlich willkommen auf meiner Sonnenterrasse. Hierhin ziehe ich mich zurück, wenn ich einfach mal in Ruhe lesen will oder einfach mal meine Ruhe brauche. Ja, hier habe ich tatsächlich meinen Traum verwirklicht von einem begehbaren Kleiderschrank. Und das Schöne war, dass es bei Schwörerhaus eine eigene Schreinerei gab und ich den wirklich vom kleinsten Detail, von der Stuckleiste bis über große Spiegeltür, alles ins Detail selber planen konnte und aussuchen konnte. Und jetzt ist es halt genauso geworden, wie ich es mir erträumt habe. Der große Traum, ein Haus, gemeinsam ein Haus bauen. Ja. Und jetzt haben wir das Glück und da sind wir so dankbar, dass wir halt jetzt auch noch Nachwuchs erwarten. Und ich glaube, ich kann mir keinen schöneren Start in unser neues Lebenskapitel vorstellen, als jetzt hier in diesem Haus, oder? Ja, voll. Also wir haben das Traumhaus jetzt fertig und jetzt füllen wir es mit Leben. Und das ist total schön. Bald schreit hier ein Kind und lacht und das ist krass, ne? Wirklich total schön. Jetzt mal rein theoretisch, wenn du noch mal von ganz vorne beginnen könntest, was würdest du anders machen? Ganz ehrlich? Mhm. Ich würde es genau so noch mal machen. Ich auch.